Hi Leute und herzlich willkommen zum neuen Video. Teil 2 meiner Lost Place Tour mit dem Chris. Heute was ganz Besonderes auch für mich. Wir machen einen Overnighter in einem Lost Place. Noch dazu in einem alten Bergwerk, einer alten Uferlagerung in Frankreich. Spannendes Thema. Ja, wenn es euch interessiert, bleibt dran. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem Video. Der Weg ist schon ganz schön schlammig hier. Da oben sieht man noch ein paar alte Gebäude. Dämmerung bricht gerade herein. Da drin ist es eh dunkel. Hoffen, dass wir einen trockenen Platz zum Schlafen finden. Ja, und schon stehen wir vorm Eingang. So, dann gehen wir mal hier in den Tunnel rein. Aufgabe Nummer 1 wird ein Spot sein, an dem wir heute Nacht pennen können. Und da laden wir dann mal die Rucksäcke ab und dann werden wir ganz in Ruhe das Ganze hier erkunden. Die Maße sind jetzt auch schon abartig groß. Wahnsinn. Na, zumindest gibt es etliche Pfeile hier, die den Weg nach außen wieder zeigen. Schlafplatz für die Nacht haben wir gefunden. Hier ist schön flach. Einigermaßen sauber, der Boden ist staubig, aber das passt. Jetzt gehen wir mal auf Erkundungstour, wieder zurück in den Hauptgang. Ist das schon der erste Seitengang? So, hier gibt es also 1000 Nebengänge parallel. Deswegen haben wir uns jetzt entschieden, auf dem Hauptgang hier einfach mal komplett bis nach unten zu laufen und dann das Ganze von hinten weiter zu erkunden. Ihr seht, da geht es weiter rein. Quasi in der Mitte sind immer diese Säulen hier. So, der Hauptgang endet hier, zumindest für uns, denn hier geht es mit Wasser dann weiter und da gehen wir nicht durch. Wahnsinn. Ja, dann folgen wir mal diesem mysteriösen Rohr, vermutlich nur ein Wasserrohr, hier in den Bunker rein und boah, hier sind wirklich die ganzen Seen hier, also die sind schon ordentlich tief. Mal wieder komplett ausleuchten hier für ein paar Sekunden. Crazy. Auf der anderen Seite geht es definitiv noch weiter, aber ja, leider wie gesagt nicht für uns. Da kommen wir nicht rüber. Wir haben jetzt einen Weg unten doch in dem Bereich hinter dem See und halten uns jetzt nochmal links Richtung unserem ursprünglichen Tunnel. Na, da kommen wir nochmal rüber. Das ist echt Wahnsinn, was das hier für ein Riesenbauwerk ist. Oh, und hier ein ausgebranntes Autowrack. Ich weiß nicht, welches Modell das hier mal war. Da ist nimmer viel von übrig. Muss ein Feuer hier drin gewesen sein. Wahnsinn. Wir werden noch mehr Autowracks sehen. Im Eingang waren schon welche, aber da kommen wir nachher nochmal vorbei. Noch ein kleiner See im Nachbargang. Etliche Sachen sind noch hier abgemauert. Ihr könnt sehen, da hinten sind Graffitis dran. Das heißt, das hier war definitiv mal trocken. Aber die letzten Monate hat es halt ordentlich geregnet. Dementsprechend steht hier wahrscheinlich auch das Wasser. Und hier steht auch schon so ein leichter Dunst drin. Eine Leitung geht hier lang, hier rüber und auch da, die Abmaße hier sind abartig, gigantisch. So, wir haben es jetzt kurz vor 8. Schauen wir mal, wie lange wir hier noch unterwegs sein werden. So wie es aussieht, haben wir jetzt hier zumindest mal für einen kurzen Zeitpunkt das Ende des Hauptgangs erreicht. Da war wieder eine Mauer mit einer Tür drin. Schauen wir mal, was da hinten dran ist. In der Tat das Ende. Das Ende des Hauptgangs. Wahnsinn. Ja, da steht es auch. Ende. Und jetzt beginnt die eigentliche Erkundung dieses ganzen Teils. Was war denn hier mal? Irgendwelche Säcke. Guck mal, vielleicht war das hier doch mal eine Pilzzucht hier. Aber guck unten drunter. Das ist Blumenerde, Pflanzerde, irgendwas in der Richtung. Und hier sind dann, weil das, ja, hier steht alles voll von diesen Dingern.
Das sieht doch mal aus wie so ein Pause, denke ich, oder? Ja. Als wenn hier sich die Leute da hingesetzt Ja, hätten. die Bergtrolle haben dann hier Pause gemacht. Genau. Also, du kannst Pause machen. Okay. Okay. Was hier drin gemacht wurde, also auch während dem Zweiten Weltkrieg, weiß ich aktuell nicht. Ich versuche das mal noch in Erfahrung zu bekommen und blende euch da mal noch ein paar Informationen ein, wenn ich die habe. Ja, hier auch noch massiv von diesen Säcken. Das sind 100% die Pilzzucht. Oh krass, hier ist alles voll davon. So, jetzt haben wir hier irgendwo ein Plätschern vernommen. Okay, das Plätschern kommt hier von der Decke. Ihr seht, da ist ein riesiger Schacht. Was krass, wie viel abgemauert wurde. Wir haben es eben schon gesagt, das ist alles mit neuerem Material. Das ist nichts, was sie schon damals 1940 hatten. Das ist alles erst später gemacht worden. Das Ganze ist schon öfter erkundet worden. Und da haben sich welche hier so eine Schnur gespannt und sind da wieder rausgefolgt. Naja, hier ist ganz gut, aber dann nehmt die Schnur doch bitte wieder mit raus. Hier sind auch wieder wie so kleine Gartensetzreihen. Ich vermute mal, hier war auch wieder so ein bisschen Pilzzucht. Und auch der Boden, das ist ja so ein Humus. Das ist nichts, was man hier sonst hat. Das kann man schön erkennen, wie die Reihen hier sind. Da bist du immer hier dann auch am Ende dieses Seitenarms angelangt. Irgendwo kommt wieder ein Rauschen her. Auch hier eine Sackgasse. Und da rauscht irgendwo heftig. Lecker. Der Bunker hört hier auf, aber irgendwie haben sie da doch noch mal ein Rohr weiter tief in den Berg reingetrieben. Eine Einfassung gemauert und da läuft das Wasser dann ab und versickert da schon wieder irgendwo. Versickert hier im Nirvana. Hier kann man auch krass sehen, wie sich die Gesteinsschichten hier so nach oben biegen, wie in so einer Kurve. Aber auch, wenn das Ding hier schon so viele Jahre existiert, irgendwie wahrscheinlich knapp 100 Jahre, immer wieder Vorsicht walten, denn ihr seht, die ganzen Steine, die hier so schön nebeneinander liegen, waren alle mal da oben irgendwo fest. Das heißt, eigentlich ist sogar der Bereich, wo wir gerade sind, eher gefährdet. Da sieht man schön diese Platte hier besser raus. Jetzt ein bisschen schlammiger, richtiger Lehmboden, Gänge über Gänge. Also hier kann man sich echt verlaufen. Holy moly. Da oben geht es auch nochmal weiter. Aber nee, da kraxel ich jetzt nicht hoch. Irgendwann muss Schluss sein. Schwer noch ein Superlativ zu finden. Ja, mir fehlen tatsächlich die Worte, um das Teil hier zu schreiben. Gigantisch trifft. Wir haben noch einen Gang hoch gefunden. Dann gehen wir halt mal hoch. Hier müsste gleich der andere Aufgang sein, den wir eben gesehen haben. Das ist er. Gut, dass wir das gespart haben. Es ist einfach nur krass. So tief hier drin. Und nochmal ein Autofrack. Und das da. Ich glaube, das war so ein richtig geiler Oldtimer. Ihr seht von der Form der Motorhaube. Die ging quasi noch seitlich hoch. Oder zur Seite auf. Weiß ich nicht mehr genau. Geil. Lenksäule, ja. Ein richtig geiler alter Oldtimer mit den Ausstellkästen. Vielleicht war das sogar mal eine Ente. Das könnte sein. Weiß das jemand von euch? Kennt sich jemand da aus? Dann schreibt es mir bitte in die Kommentare. Okay, ich bin hier hoch, weil ich die Kästen hier gesehen habe. Aber jetzt sieht es hier auch noch anders aus. Du krass. Wie krass ist das denn? Okay. Gut. Hier ist ja mich Schicht im Schacht. Im wahrsten Sinne des Wortes. Das ist crazy hier. Das erinnert mich an die Höhlen. Oder Saki in der Stadt geht immer rum krauchen und sich durch die engen Löcher zwängen. Und auf der anderen Seite ist auch nochmal so ein Gang. Verrückt, ey. Das Ende aber abgemauert. Vielleicht ging es da hinten dran auch mal weiter.
Guck mal oben, ein alter Holzbalken. Aber der hat auch die besten Zeiten hinter sich. Ja. Geht auch noch ein Stück rein. Hier steht auch noch mal irgendwas vom Boden rum. Oh, da ist nochmal ein Eingang. Hier geht's raus, oder hier ging's mal rein da raus. Dann dürften wir wahrscheinlich noch mal relativ nah am Eingang überhaupt sein. Also ihr seht, hier ist ordentlich was von der Decke runtergekommen. Und das hier wäre eine reine Kraxelei. Auch hier liegen riesige Brocken runter. Das macht ein bisschen Kopfschmerzen, wenn man den abkriegt. Ganz da hinten, also man sieht auf der Kamera, sieht man schon die Säulen. Die hatten wir am Anfang gesehen, das heißt, wir sind wieder relativ nah am Ausgang. Okay, noch weitere Autowracks. Sieht nach Autos jüngeren Datums aus. Keine Ahnung, ob vielleicht hier so eine Bande unterwegs war, die Autos geklaut haben, dann ausgeschlachtet haben und sie dann anschließend hier drin angesteckt haben. Wäre möglich. So, wir sind jetzt tatsächlich wieder relativ weit vorne. Hier ist der Hauptgang. Hier sind auch noch ein paar Autowracks. Autos aus Frankreich. Keine Ahnung, was das mal war. Oder was das ist. Irgendwie so ein Vorsatz für so ein Bagger oder für so ein irgendwie ein landwirtschaftliches Gerät. Keine Ahnung. Ja, hier. Das könnte man Mercedes gewesen sein vom Kühlergrill her, oder? Ja, stimmt. Ja, das ist ein alter Mercedes, aber auch komplett verbrannt. Na, wie gesagt, wir sind jetzt wieder relativ weit nach vorne. Chris hat eben noch ein paar Autowracks entdeckt, die schauen wir uns jetzt mal an. Das ist auch irgendwie ein bisschen creepy. So ein Bett. Das ist richtig schön gearbeitet mit den Verzierungen hier, Metallrahmen. Zwei Stützen wurden hier noch nachträglich nochmal zusätzlich reingemauert. Puh, gibt dann schon irgendwie ein mulmiges Gefühl. Ja, das da könnte auch wieder so eine Ente, nee, doch vielleicht eine Ente gewesen sein, ich weiß es nicht. Von den Kotflügeln her, von den Türen, zumindest die hatte immer so Reifen drauf. Wobei die Ente hatte aber den Motor hinten, nee, dann war es keine Ente. So, und jetzt haben wir hier, was ein Highlight, ein richtig großes Auto, steht sogar noch ordentlich. Ganz gut, steht noch relativ gut da. Schon, ne? Oder? Nee. Das ist ein VW Käfer. Oder? Nee, das ist irgendwie so ein Citroën gewesen. Die waren das. Aber auch richtig alt. Ja, ja. Das ist ein alter Citroën. Richtig cool. Komm mal, drehen wir eine Runde, hä? Und dann sind wir wieder an dem Rohr. Da sind wir eben ganz am Anfang lang gegangen. Hier ist ein großes Tor. Ich vermute, das war wahrscheinlich auch Teil von dieser Pilzzucht hier. Oh ja, da geht's jetzt. Sind wir auf der linken Seite vom Hauptgang und da sind auch wieder ja, endlose Tunnel und Gänge. Der ist cool, ja. Mittlerweile ist es 9:30 Uhr. Kurz nach 7 waren wir hier drin. Laufen also jetzt schon seit 2,5 Stunden hier drin rum. Durch die Gänge. Oh, ich merke es langsam, ich bin echt völlig K.O. War ein langer Tag heute. Die anderen Bunker stecken mir auch noch ein bisschen in den Knien. Ja, freue mich auf jeden Fall nachher. Schön was zu schnabulieren. Ich denke, mit dem Großteil sind wir jetzt hier auch durch. Aber dann sehen wir uns gleich nochmal, wenn wir an unserem Lagerplatz sind.
ja, beim Rauslaufen einfach mal verwirrt. Die Verwirrung ist verwirrt. Wo geht's raus? Da ist ein Pfeil. Da gehen wir mit dem mal lang. Ich glaube, das ist gut. So, wir haben es wieder. Das Rohr, dem wir anfangs gefolgt sind. Das führt uns wieder vorne auf den Hauptgang. Ja, auf dem Rückweg haben wir noch was gefunden. Ein Räumchen, und dem ist noch ein Raum drin. Das ist ein Kühlraum. Dicke isolierte Tür. Ja, irgendwelche Ablagen. Und da oben kann man noch das Thermostat sehen. Und hier bin ich, damit ich immer jung und knackig bleibe. Genau. Versteht ihr? Hat das funktioniert? Nicht wirklich. Ja, 3 Stunden mittlerweile, aber immer wieder finden wir was Neues. Ein ganzer Anhänger einfach, der hier drin vergammelt und verrottet. Wahnsinn. Das hier ist ein Seitenarm von der ganzen Anlage. Die Halter haben wir schon öfter gesehen, wo Strom reingeführt wurde. Aber der ist in einem eher roughen Zustand. Keine Ahnung. Da ist auch noch was abgemauert. Da kommen wir aber nicht drüber. Will ich nicht riskieren, hier nochmal nass zu werden. Und das da hinten haben wir eben gesehen. Oh ja, ich weiß, wo wir sind. Schwupps sind wir wieder am Platz, wo wir die Rucksäcke stehen haben. Das ist nämlich direkt neben dran. Da ist noch ein Frack. Ah, schauen wir später mal noch hin. Und hier stehen unsere Sachen. Kommt jetzt der gemütliche Teil des ganzen Abends. Wir starten in der Vorspeise mit einer Fleischsuppe, Mezu. Die teilen wir uns. Leute, ich bin absolut fritter. Wir kriegen heute ein schönes Panache. Es gibt gleich eine schöne Fleischsuppe. Dann auch noch ein bisschen Chicken Curry und Reis. Met haben wir auch noch mit dabei. Ein Gläschen für jeden als Betthupfer. Und ja, dann irgendwie ein paar Stunden pennen. Bin mal gespannt, wie das hier wird, Schlaf zu finden. Weil es ja doch schon eine andere Stimmung ist. Aber irgendwie spannend. Richtig geiler Lost Place, aber jetzt liegen die 3 Stunden hier drin rumgereiert. Wahnsinn. So, Wasser kocht, es gibt Suppe. Na, Wasser halt, oder? Mhm. Wenn die Suppe noch zieht, gibt es schon hier das Essen für den guten Chris. Chicken and Rice. Chicken and Rice, Achtung, der Griff ist heiß. Langsam fehlt bei mir echt die Kälte rein. Das ist ein bisschen Suppe, so ein bisschen Soljanka-Style ist das hier. Geil. Ja, die Gurken kommen geil durch. Das ist eine warme Suppe im Bauch. Mhm. Abends. Ich hoffe, die bringe ich gerade wieder auf den Dampf, weil ich hatte echt gerade so ein Tief, mir zieht die Kälte rein. Ich muss jetzt doch nochmal die andere Jacke drüber ziehen. Oh, aber vielleicht ordentlich was essen, was trinken. Auf jeden Fall geil. Chris geht schon weiter im Hauptgang. Junge, Junge, da geht einem kurz der Kackstift. Da kamen noch 2 Jungs vorbei. Die sind hier auch auf Tour. Da gibt es noch ein paar andere Uferlagerungen hier. Haben noch ein paar schöne Koordinaten bekommen. So, zum Abschluss des Tages noch mal ein kleines Met. Die Jungs sind jetzt weiter das ganze Jahr Kunden. Vielleicht kommen sie auch noch rückwärts noch mal vorbei. Gucken, ob wir da noch was sind. Die haben auf jeden Fall noch eine ordentliche Strecke vor sich. Auf jeden Fall. Gut gegessen. Chicken Curry Reis war lecker. Dann melde ich mich gleich nochmal, wenn es ins Bett geht. Wir machen die Betten bereit. Mittlerweile ist es 10 vor 1. Die beiden anderen Jungs kamen nochmal kurz vorbei. Nochmal ein paar Takte geredet, ein bisschen was erzählt und nochmal ein paar Locations ausgetauscht. Sehr cool. An der Stelle nochmal vielen Dank. Ach ja, Schlafsetups noch mal kurz. Der Chris hat meine Nemo Tensor Insulated, weil er hat sich eine neue bestellt, die kam dann an. Und was ist das für ein Schlafsack aus dem Decathlon? 0 Grad Schlafsack. Ich habe den Grütze Big Survival dabei, ja, wegen feuchtigkeitsunempfindlich, ich wusste nicht, was mich hier erwartet. Und eine neue Matte von Flextel Gear mit einem Airwert von 5. War gestern Nacht angenehm warm, die hat eine Thermolite-Füllung drin. Packmaß ist
nicht ganz so klein, aber schon annehmbar für die Größe. Also für so eine große Matte. Vor allen Dingen schön dick. Hat auf jeden Fall gepasst. Dann horchen wir jetzt mal an der Matratze. Outdoor Buddy, over and out. Wir sehen uns morgen früh nochmal in der gleichen Dunkelheit. Guten Morgen. Wir haben jetzt kurz vor 8. Wecker für 8 Uhr gestellt gehabt, aber haben noch ein bisschen geschlummert. Oh, was soll ich sagen? Ach, das war spannend. Isomatte hat ein Leck. Du musst zweimal nachpumpen. Jetzt komme ich mit der Hüfte gerade schon wieder auf den Boden. Oh, anfangs sehr schwitzig. Oh, jetzt gerade ein bisschen kühl, weil sobald man hier aus dem Schlafsack raus ist, habe irgendwie nicht wirklich zur Ruhe gefunden, aber ich habe geschlafen. Ich bin relativ fit, würde ich sagen. Also das Gefühl, dieser leichte Schlaf, den ich jetzt noch hatte, realistische Träume gehabt, auch um das Thema hier rum. Krass. Irgendwann bin ich aufgeschreckt, weil ich gedacht habe, jemand hat hier im Bergwerk meinen Namen gerufen. Matthias, was wach geworden. Aber es war halt absolut Stille. Ja, naja, hilft alles nichts. Jetzt haben wir mal langsam aufstehen, kleines Käffchen machen, zusammenpacken. Gibt noch einen kleinen Bereich, den man noch nicht erkundet haben. Dann nehme ich euch wieder mit. Ja, und dann geht's wieder raus an die ganz frische Luft, ans Tageslicht. Oh, da freue ich mich schon wieder drauf, die Sonne wieder zu sehen. Ja, wie ihr seht, haben wir alles wieder so weit zurückgebaut, Lager abgebaut. Jetzt kamen wir noch zwei kleine Nebengänge hier auf der Seite, die wir nicht angeschaut haben. Da geht es noch mal ein bisschen runter, da rauscht das Wasser. Haben wir gestern Abend schon gesehen, aber hatten keinen Bock mehr. Und ja, schauen wir uns einfach mal an. Dann geht es wieder raus an die frische Luft. Da steht schon Fluss. So, hier stand auch wohl mal irgendwas, keine Ahnung, ein Generator, eine Pumpe, fest montiert. Auch nochmal abgesperrt hier. Keine Ahnung, was das mal war. Vielleicht irgendwie ein Förder, irgendwie ein Rad, wo irgendwas drüber gezogen wurde. Da gluckert schon das Wasser. Dem gehen wir mal nach. Wow, da geht's runter. Noch ein bisschen Stacheldraht. Ah, hier, also was ihr hier schön seht, ich mache mal ein bisschen heller, ist, dass diese Gesteinsschichten hier so einen richtigen Bogen nach unten dann wieder machen. Hinten im Hauptbereich dieser Anlage waren sie eher gerade. Man sieht auch da hinten, wie sie gerade verlaufen. Aber hier machen sie wirklich so eine Biegung nach unten. Gehen wir mal hier runter. Spannend. Da muss ich mal schauen, ob ich da drüber gehe. Da hinten geht es noch ein Stück weiter. Ich hätte schon Bock. Boden ist rutschfest. Okay. Ich warte es mal. Wow. Ja, der Bereich, ihr seht, ist schon extrem schlammig, lehmig. Guck mal, wie weit ich hier noch komme über irgendwelche Trittbretter. Ein bisschen was liegt noch da. Aber ich will mir die Schuhe nicht ganz einbauen. Ich warte mal gerade, wenn die Fluss hier runterkommt. Das ist spannend. Bloß nicht fallen. Das wäre übel. Ja. Machen wir kurz hell. Keine Ahnung, wie weit das hier noch reingeht. Ich glaube, für mich ist an der Stelle hier Schluss. Geiles letztes kleines Abenteuer. Aber ja, hier gehe ich nicht weiter. Wenn ich mir das hier so angucke, dann will ich hier nicht länger drin bleiben. Das ist alles hier schon mal runtergerutscht, wird aber noch von den Säulen getragen.
Haben jetzt den Bereich soweit auch noch erkundet. Jetzt ist nochmal der vordere Bereich, den schauen wir uns nochmal an. Da holen wir jetzt aber die Rucksäcke und dann geht's Richtung Ausgang. Dann werden wir wieder das erste Mal Tageslicht sehen. Naja, eine Sache noch, gestern Abend gar nicht mal gezeigt. Hier sind noch weitere Wracks. So ein alter, der war mal grün. Auch ganz cool aus, ein schöner alter. Was auch immer es war, ich kann es nicht sagen. Und das hier, ich glaube, das ist ein alter Citroën-Kastenwagen. Völlig demoliert. Hat auch einmal ordentlich gebrannt hier drin. Sehr cool. Gut, dann jetzt auf zu den Rucksäcken. Richtung Ausgang. Und da hinten könnt ihr es schon sehen. Da ist Tageslicht. Ah, da geht das Herz auf. Die Säulen hier am Anfang hat auch sowas wie so ein Tempel. Ja, auch von da hinten scheint wieder das Licht rein. Ah genau, das ist der Eingang, wo wir, der eine Ausgang, wo wir gestern Abend standen. Ist das der? Ja, ja, der verkitterte mit den Bäumen. So, dann haben wir jetzt hier nochmal einen Abschnitt. Da schauen wir rein. Da ging noch ein Gang ab, das habe ich gestern gesehen. Ah, da geht es nochmal runter. Hier ist zu und da ist nochmal ein Gang. Da geht noch ein kleiner Gang runter. Tief kann der wahrscheinlich nicht gehen, ne? Nee, nee. Hier ist schon Schluss, ja. War nochmal ganz cool, ne? Also. Ja. Heftig. Dann treten wir jetzt den Rückweg an. Auf jeden Fall eine richtig geile Aktion hier drin. Ausgang, yeah, Tageslicht. Aus, ah. Ja, jetzt haben wir nur noch ein bisschen Fußweg zum Auto und damit ist die Tour beendet. Ein geiles Abenteuer, das seinesgleichen sucht. Eine Grenzerfahrung. Also ich freue mich heute Abend definitiv auf mein Bett, um mal wieder in Ruhe pennen zu können. Ja, kann man mal machen, muss man nicht jeden Tag haben. Ne? Ja, wenn es euch gefallen hat, dann lasst dem Video einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal, schaut beim Chris auf den Kanal rein, lasst da auch mal ein bisschen Liebe da. Support ist kein Mord. Und ja, dann sehen wir uns nächste Woche wieder. Ja, nicht hier. Nicht hier. Dann wahrscheinlich wieder aus dem Wald oder so, keine Ahnung. In dem Sinne, macht's gut, bis bald und ciao. Ciao, ciao. Over and out. Sonne. Geil. Ciao.